wir heute Morgen nicht wieder schlumpfig aus? Hm, das tun wir, das tun wir, das tun wir. Hm, ich komme sofort. Wie geht's dir heute Morgen, Beauty? Darf ich reinkommen? Wow, wo hast du denn die ganzen Spiegel her? Also... Wofür ist dieser hier? Ist der Spiegel neu? Vorsicht, das ist mein... Wo stellst du den auf? Hör doch mit dieser Fragerei auf und lass mich endlich... Oh nein! Hast du jetzt 7 Jahre Pech, Beauty? Du wirst gleich 7 Jahre Pech haben, wenn du nicht mit deiner Fragerei aufhörst. Und jetzt raus, raus, raus! Warum sagst du da nicht gleich, dass du allein sein willst? Allein? Ich bin niemals allein. Oh, toll. Wie nennst du denn das Handy? Das ist meine neue Schlumpfhafel-Druckerpresse. Das Problem ist nur, dass ich nichts Interessantes habe, um es zu drucken. Handy, Handy, Handy. Dein Problem ist gelöst. Ich erlaube dir, meine kostbaren gesammelten Werke zu drucken. Nein, etwas Interessantes meinte ich. Hey, was macht ihr denn hier? Wow, wo kommt das denn her? Darf ich mal? Ja, aber nur angucken. Vielleicht können wir Handys neue Erfindung für eine Schlumpfzeitung gebrauchen. Wer macht die Reportagen? Ich bin mir nicht sicher, aber man müsste einen ganz speziellen Schlumpf nehmen. Einen Schlumpf, der gerne anderen Schlümpfen pausenlos Fragen stellt. Ich stelle gerne Fragen, oder nicht? Nun ja, du hast sicherlich eine gute Nase für Neuigkeiten. Also willst du noch was über meine Steinsammlung wissen, Reporter Schlumpf? Eine Frage noch. Wo hast du all diese Steine gefunden, hm? Diesen hübschen hier habe ich auf Farmis Feld entdeckt. Ich habe nie wieder so einen schönen gefunden. Für mich ist dieser Stein was ganz Besonderes. Etwa, weil er aussieht wie ein Regenbogen? Nein, ich mag eben große Steine. Du magst eben große Steine? Ja, sie machen mir Krach beim Runterfallen. Ups! Verstehst du, was ich meine? Die erste Ausgabe unserer Schlumpfzeitung. Ist das nicht aufregend? Meinst du, ich habe genug gedruckt, Forschi? Ich würde sagen, wir haben mehr Zeitungen als Schlaubi gesammelte Werke. Extrablatt, Extrablatt, die neuesten Sensationen. Klamsi findet Stein, Schlumpfine gießt die Blumen, Farmi sät wieder Korn. Wie viel Schlumpfzeitungen hast du heute schon verkauft? Ich fürchte, kein Schlumpf will die neuesten Sensationen lesen, weißt du? Gib mir eine Zeitung, Forschi. Danke. Ich muss den alten Dreck von meinen Schuhen abmachen. Warum will denn bloß kein Schlumpf meine Zeitung lesen? Weil sie langweilig ist. Wer liest denn schon eine Zeitung, wenn er schlau wie Schlumpfs gesammelte Werke lesen kann? Wenn du willst, dass die Schlümpfe deine Zeitung lesen, musst du die Sache anders angehen. Anders? Du musst deine Reportagen aufregender gestalten. Schlümpfe möchten nichts lesen, was sie schon wissen. Sie möchten etwas lesen, was sie nicht wissen. Zum Beispiel kennt ja jeder Schlumpf meinen ausgeprägten Sinn für Humor, meine sprichwörtliche Weisheit. Aber kennt ihr auch den anderen Schlaubi-Schlumpf, den Abenteurer, den Kultivierten und dann den... Schlumpfe! Wo seid ihr? Mein neuer Hut würde doch prima auf deine Modeseite passen. Ich habe einen ganzen Tag daran gearbeitet. Meinst du, dass es interessant genug ist, Schlumpfine? Oh, ich glaube schon, Neugierig. Oh, Schlumpfine! Was für ein außergewöhnlicher Hut. Das ist doch ein Hut, oder? Natürlich ist das ein Hut. Was soll's denn sonst sein? Nun, wenn du es sagst, Schlumpfine. Aber wenn du mich fragst, sieht sie eher aus, als wäre sie in Farmis Garten gefallen. Deine Schlumpftörtchen schmecken wirklich einmalig, Torti. Danke, du kannst dir gern noch eins nehmen, Handy. Nein, danke. Wenn ich noch ein Schlumpfbeertörtchen esse, dann platze ich. Hast du platzen gesagt? Ja, aber... Danke. Die neuesten Sensationen. Kauf die Schlumpfzeitung. Schlumpfine, die schlecht angezogenste Frau des Tages. Torti backt Mördertörtchen. Die neuesten Sensationen. Gib mir eine Zeitung, Dorschi. Ich will auch eine Zeitung. Was meint er damit, wenn Schlaubi quatscht, hört kein Schlumpf zu? Das habe ich nie gesagt. Das ist auch nicht gerade schlumpfig, das ist taktlos. Was kann ich dafür? Ich bin nur der Zeitungsschlumpf, der Reporter ist neugierig. Ach so, wenn er so eine Art von Reporter ist, dann werde ich ihm nie wieder irgendwas erzählen, das verspreche ich euch. Ja, genau. Ich auch nicht. Die Zeitung mag ja nun beliebt sein, aber neugierig ist es bestimmt nicht. Hallo, Harmonie, gibt's was Neues?
Meint er jetzt damit nein? Die Luft ist rein, keine Spur von diesem Schnüfflerschlumpf. Ich denke, jetzt können wir reden, ohne dass morgen alles in der Klatschspalte steht. Apropos Klatsch, habt ihr schon gehört, was heute auf Farmis Feld passiert? Was ist denn hier los? Also, ich habe gehört, dass... Ich kann ihn sein, in echt? Nicht möglich! Und dann ist ein... Geheimnisse, Skandale, Gerüchte, die neuesten Sensationen! Wer von euch will sie zuerst erfahren? Oh weia, das ist ja schrecklich! Das finde ich auch. Ich würde sagen, das macht mich zum Gespött des ganzen Dorfes. Und was ist mit mir? Ja, was ist mit dir? Die Zeitungen gehen schneller weg, als ich drucken kann, Fauci. Vielleicht stelle ich die Presse erst gar nicht ab. Vielleicht solltest du dich mal abstellen. Guck mal, da vorne ist Neugiri. Komm her, wir haben die Schläger. Was habe ich denn getan? Warum muss immer mir so etwas passieren? Warum? Ja, genau diese Karte habe ich gesucht, Großvater. Aber ich denke, es ist besser, wenn wir es erst einmal für uns behalten. Gute Idee. Wir wollen doch nicht, dass Neugierig Schlumpf von dieser Geschichte erfährt. Du hast absolut schlumpfig recht. Es gibt auch Neuigkeiten, die Schlümpfe noch nicht unbedingt wissen müssen. Neuigkeiten, Karte? Was ist hier eigentlich los? Es besteht kein Zweifel, Großvater, das ist die Stelle. Die Legende berichtet, dass die Superschlumpfbeeren genau hier wachsen. Ganz tief unten in der Gruselschlucht. Wenn ich erstmal die Samenkörner geholt habe, pflanzen wir unsere eigenen Superschlumpfbeeren. Hm. Ich kann sie schon beinahe auf meiner Zunge spüren. Superschlumpfbeeren und die Gruselschlucht, das wird die tollste Reportage, die ich je hatte. Das muss aber ein Geheimnis bleiben. Ich möchte nämlich nicht, dass irgendein Schlumpf mich begleitet. Das ist zu gefährlich. Gefährlich, das stimmt. Die Superschlumpfbeeren werden von riesigen schlafenden Schlingdrachen bewacht. Und das Einzige, was sich davor beschützen könnte, das gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Siehst du? Deshalb muss ich alleine gehen. Na schön, aber bitte sei vorsichtig, mein lieber Papa Schlumpf. Denn wenn du nur einen von diesen Schlingdrachen aufwächst, wirst du nie wieder Schlumpfbeeren essen. Also, das nenne ich eine Superstory. Aber was mache ich bloß für eine Schlagzeile? Die neuesten Sensationen, Papa Schlumpf als von Super Schlumpfbären. Oh, toll, das war was. Oh, toll, Super Schlumpfbären. Was sind Super Schlumpfbären? Weiß auch nicht, aber ich krieg schon Hunger, wenn ich nur daran denke. Schlümpfe, Schlümpfe, Schlümpfe. Ich dachte, wir wollten den albernen Quatsch nicht mehr lesen, den Neugieri Tag für Tag veröffentlicht. Gib schon her. Papa Schlumpf ist fortgegangen und hat mir nichts gesagt? Lächerlich. Offensichtlich wieder mal eine von diesen dämlichen Lügengeschichten. Diesmal nicht, Schlaubi. Papa Schlumpf ist heute Morgen weggegangen, als ich diese Zeitung hier ausgetragen habe. Nun ja, ich bin sicher, Papa Schlumpf wollte mich fragen und hat es dann vergessen. Und wahrscheinlich tut es ihm jetzt schon bitter leid, dass er mich nicht mitgenommen hat, denk ich. Bin ich froh, dass ich Schlaubi nicht mitgenommen habe. Dieses superschlaue Plappermaul würde die Schlingdrachen sicher aufwecken. Aha, die Superschlumpfbeeren. Verflixt und zugeschlumpft, mach sofort die Tür auf! Großvater, was tust du denn hier? Das ist meine Sache. Was hast du dir dabei gedacht, so eine Karte zu drucken? Hab ich was falsch gemacht? Das ist doch die richtige Karte und ich habe gehört, dass Papa Schlumpf dorthin gehen will. Für Fragen ist jetzt keine Zeit. Ich hätte gern ein paar Antworten. Diese Schlumpfbeeren werden von riesigen Schlingdrachen bewacht. Und jetzt sind dank deiner Karte Schlaubi und noch ein paar andere dahin gewandert. Riesige, gefährliche Schlingdrachen? Oh je, hätte ich euch nur bis zum Ende belauscht, das wäre besser gewesen. Da hast du recht. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sich gegen die Drachen zu schützen, und zwar mit dem legendären Regenbogenstein. Aber so einen habe ich noch nie zu Gesicht bekommen, solange ich lebe. Ich weiß, wo ein Regenbogenstein ist. Wirklich? Bist du sicher? Wo? Großvater, bitte, wir haben jetzt keine Zeit für Fragen. Wo bleibst du denn? So, jetzt habe ich genug Samenkörner für den Anbau in unserem Schlumpfdorf. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf!
Was ist denn mit dir los, Papa Schlumpf? Hast du gerade ein Gespenst? Ich fürchte, wir befinden uns in großer Gefahr, meine Schlümpfe. Jetzt verstehe ich, warum du uns nicht erzählen wolltest, wo du hingehst. Was du nicht sagst. Darüber hättest du auch früher nachdenken können. Nicht Pflanzen sollten Schlümpfe fressen, sondern Schlümpfe pflanzen. Das würde ich natürlich nie machen. Oh, Feier, was sollen wir bloß tun? Wir können kaum etwas tun, Clumsy. Schlümpfe? Ja. Oha, guck mal, so einen Stein habe ich auch. Ich wusste gar nicht, dass du auch Steine sammelst. Es ist dein Stein, darüber sprachen wir doch beim Interview. Es ist der legendäre Regenbogenstein. So, ihr Lieben, Schlafenszeit. Wiedersehen, schlaft recht schön. Ich verspreche ab sofort nur noch Nachrichten zu drucken, die für Schlumpfohren bestimmt sind. Ach ja, und ich werde auch immer die ganze Geschichte erzählen. Apropos Geschichte, Neugieri. Ich denke, die Schlaubi-Schlumpf-Zeitung-Leser möchten vielleicht erfahren, wie ich Schlaubi-Schlumpf im Angesicht höchster Gefahr absolut ruhig geblieben bin. Den engagierten Leser interessiert das bestimmt.